Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prey. Und zwar diesmal auf dem PC. Ich habe mir gedacht, ich fange jetzt nicht von vorne an, wenn ich das komplette Spiel für den PC habe, sondern steige ungefähr da ein, wo ich aufgehört habe in der Demo. Da hatte ich ja die 2 Folgen hochgeladen. Und ja, bin ungefähr da, wo ich aufgehört habe, und zwar hier bei dem Terminal, wo man die Kulisse hier für den Hubschrauber steuern konnte, für den Landeplatz. Und hier waren ja auch so 2 Mimics gewesen. Allerdings ist mir hier so ein kleiner Fauxpas passiert. Ich habe aus Versehen bei Tastenkontrolle, also beim Tasten ausprobieren für den PC, hatte ich meine ganzen Fressalien schon ja, benutzt. Und konnte mein Leben nicht aufladen und bin auch natürlich dann sofort mal kurz erwischt worden von einem so Mimik. Deswegen habe ich hier ein bisschen weniger Leben als in der Aufnahme hatte in der letzten. Ja, so weit, so gut, so ist der Stand. Inventar habe ich jetzt im Moment dieses hier. Ich traue mich das jetzt gar nicht anzuklicken. Ah, doch, geht. Ein Psi-Hypo. Ich weiß gar nicht, woher ich das jetzt nur wieder habe. Stellt 60 Psi wieder her. Ich weiß es nicht, von wem ich das habe, muss ich gerade gestehen. Ich weiß auch nicht, ob das die gleichen Gegenstände sind, die ich jetzt in der Demo eingesammelt habe. Bisschen Papier habe ich genommen. Dann das Medipack. Das Medikit habe ich. Und hier Ersatzteil, also so Zeug zum Bauen und ein bisschen Alk. Genau. So, ich hatte irgendwie gehofft, dass ich am PC die Schnellauswahl für die Heilungsmittel hier besser habe, aber ich kann das mal kurz zeigen in den Optionen, bevor wir dann wieder starten mit dem Spiel. Kann man, glaube ich, nicht wirklich das Inventar auf Schnellauswahl ziehen, sondern einfach nur mit I ganz normal herholen. Oder die Schnellauswahl ist für jetzt finde ich es nicht. Hier Schnellauswahl ist für die Waffen und diese Kräfte gedacht. Da kann ich leider hier auf diesen Tasten nicht meine Medikamente und etc., meine Hilfsmittelchen zum Essen für die Gesundheit draufpacken. Zumindest habe ich es nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob es geht auf eine andere Art oder so. Das ist ein bisschen schade. Das hätte ich jetzt noch gern gehabt, dass man mal eben schnell gucken kann: Oh, ich will jetzt mein Medipack. Nein, ich will jetzt meinen Trank. Bei so manchen Anspielen geht das ja. Ich muss, glaube ich, dazu immer ins Inventar. Und das auswählen oder hierüber auch. Wenn ich jetzt, das ist die mittlere Radmaustaste, kann mich ganz toll ausdrücken. Da kann ich das auch auswählen. Hier in dem Fall im Moment nur mit E oder Q abgebildet. Und was man hier sieht, die Sachen, das kann ich alles nur hier mit Waffen und Fähigkeiten bestücken, die ich dann wohl noch im Laufe der Zeit kriegen werde, falls ich überlebe. Aber langer Rede, kurzer Sinn, wir gucken uns jetzt hier weiter um, was hier denn überhaupt los ist. Da liegt noch so ein bisschen Mimik rum. Das sieht irgendwie immer noch so lebendig aus. Ich kann mir nicht helfen. Naja, egal. Übrigens, ich spiele das Ganze weiterhin mit 30 Frames per Second. Also besser gesagt, ich nehme es auf dabei. Ich lasse das Spiel hochauflösend laufen. Ich habe es jetzt einfach mal auf sehr hohe Einstellungen gestellt, aber trotzdem meine Aufnahme auf 30 Frames eingeloggt, weil mir das irgendwie sicherer erscheint. Im Moment läuft es ziemlich sicher zwischen, sagen wir mal, 58 und 60 Frames per Second das Spiel selber. Aber meine Aufnahme eben ganz fies runtergeschraubt zur Sicherheit, dass es auch flüssig bleibt in der Aufnahme auf 30. So, wo waren wir denn noch nicht? Ich glaube, in die Richtung bin ich ja schon gegangen. Also da komme ich ja her. Und dann gehen wir mal hier lang, würde ich sagen, oder?
Ich habe ein bisschen Angst. Zu Recht. Ah! Ja, würde ich gerne. Wenn ich jetzt durchhaue, sollte ich vielleicht lassen, oder? Oh oh. Da war ja noch jemand. Oh. Nein, 1, 2, 3, viele. Ja? Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, das seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Das ist ich toll. Helfe ihnen zu überleben. Halten sie durch. Das ist schön. Ich nehme mal alles mit, was ich kriegen kann. Reparaturkit. Wo sind die Viecher jetzt hin? Scheißdreck. Da ist noch ein Medikit. Sehr schön. Ich kann ja mal versuchen, mit Handtüchern nach denen zu werfen. Vielleicht bringt es ja was. Wah, wah, wah. Da ist auch was drin. Ich weiß nicht, was ich da gerade genommen habe. Oh, gar nichts, weil ich die falsche Taste erwischt habe. Ja, jetzt muss ich mich natürlich umstellen auf Tastatur und Maus. Ich bin ja selber schuld. Ich wollte es ja nicht anders. Aber ich bilde mir ein, ich kann damit etwas besser steuern. Insofern ich mir merke, wo was ist. Ah, guck mal, hier. Nicht, dass jetzt wieder eins auftaucht. Von hinten, die haben so ein bisschen Heimtücke. In sich nicht wahr? Hier, Simulation, Simulation Laboratory, Entschuldigung. In, out. Also die sind alle drinnen geblieben. Ja, die Grete Mikkelsen hat man schon. Ich weiß nicht, wer war das denn jetzt? Der Jovan Gravilovic. Der steht hier gar nicht. Der gehört gar nicht dazu. Ja. Evelyn McCarthy, Marcus Simmons, Michael Lazarev und Mike Turner, out. Also der ist schon gegangen. Na gut, der hat Schwein gehabt. Nein, ich wollte da nicht wieder hin. Gut, wir schauen uns mal hier um. Was ist da drauf? Maximum Entangled Shannon Entropy Maybell. Irgendwelche Formeln, Computer, Filter, Mixer, Remote Manipulation, Fragezeichen. Da ist irgendwas schiefgelaufen, würde ich sagen. Das hört sich irgendwie so an. Da ist nichts drinnen. Da. Ja, du schaust gut aus. Ach, guck, ach so, ich brauch's auch nur drehen. Ich brauch's gar nicht runterdrücken. Das ist mir jetzt gerade aus Versehen passiert, weil ich das irgendwie gewöhnt bin für eine andere Funktion. Okay. Nein, da wollte... Verdammt. Warte, wenn ich jetzt reingehe? Ah, und wieder drücken. Okay. Entschuldigung, ich muss noch ein bisschen die Tasten probieren. Ich hatte nämlich noch nicht wirklich Zeit, das Spiel zu spielen auf dem PC. Nur eben genau diese Einleitungssequenzen, die ihr schon von der Demo von mir kennt. So, dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Hallo Jovan. Test nächste Woche. Wir müssen die Räume auf den neuen Testplan abstimmen, und zwar folgendermaßen. Raum A Wirkungsbereich, Raum B Nachahmer, Raum C geisterhafte Fernwirkung. Simmons, sagen Sie bitte Bescheid, wenn es Änderungen gibt. So, Raum A, was haben wir da gemacht? Wir sollten eigentlich nur diese Kartons durch die Gegend werfen. Raum B war das Verstecken hinterm Stuhl. Nachahmer. Wahrscheinlich sollten wir uns da eigentlich in Stuhl verwandeln, so wie die Mimics, oder? War das sowas? Kann das sein? Ich habe das nur so im Kopf von irgendwelchen Trailern, dass man das dann irgendwann angeblich selber kann. Raum C, geisterhafte Fernwirkung. Ach, da sollte ich den Knopf drücken. Und ich bin natürlich über dieses Hindernis drüber gesprungen und bin hingelaufen, ne? Dass man vielleicht so von der Ferne aus sowas drücken kann. Naja, egal. Wir werden es noch rausfinden, hoffe ich. Ein Kommentar. Entschuldigung, ich bin irgendwie gewöhnt, die Maustaste zu drücken, wenn ich was aktivieren soll. Nein, F. Ups. Ja, genau, das kennen wir schon. Und hier, dringend. Hey, ich glaube, Bellamy hat Daten. Huch. Zur Mimikrie und Fernmanipulation aus der Forschungsabteilung entwendet. Oh. Okay. Wieso der denn? Gehen Sie zum Traumazentrum und nehmen Sie seiner Leiche die Schlüsselkarte zu seinem Quartier ab. Tut mir leid, dass das so makaber ist, aber Alex würde ausflippen, wenn jemand anders diese Daten findet. Moment mal. Leiche, ich meine, wir wissen ja eigentlich, dass der nicht überlebt haben könnte, dieser Dr. Bellamy, ne? Da sah ja auch nicht mehr sehr frisch aus. Aber hier steht, ich weiß, manche von Ihnen machen sich Sorgen um Dr. Bellamy. Er wird derzeit im Traumazentrum behandelt. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. Die sind also auch alle belogen worden? Entschuldigung.
Ich und, ja, ne? Das Drückerei, verdammisch. Was läuft hier ab? Ich habe hier eine Nachricht gekriegt. Hoch, Journal ist immer gleich, das finde ich gut. Audiologs, Forschung, Ziele. Der Schlüssel der Leiche. Suche im Traumazentrum nach Bellamys Leiche. Also ich muss jetzt ins Traumazentrum, aber ich muss immer noch zur Hauptlobby als erstes. No? Das. Aber im Traumazentrum auch nach Bellamys Leiche suchen. Das ist aber sowieso in der Lobby. Also von dem her, gleiche Richtung. Wunderbar. Und ich habe natürlich wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken, um zu schauen, wie lange ich denn hier jetzt schon aufnehme. Ups. Spiel auf deine Art. Experimentiere mit verschiedenen Herangehensweisen, um Herausforderungen und Gegner zu meistern. Du kannst eine verschlossene Tür überwinden, indem du nach der Schlüsselkarte suchst, einen anderen Weg findest oder wie auch immer. Je mehr Fähigkeiten du erlernst, desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen. Ja, wie soll ich es denn sonst machen? Im Moment habe ich doch noch überhaupt keine Fähigkeiten. Witzbold. Also da brauche ich die Schlüsselkarte. Dr. Sylvain Bellamy. Achso, das ist ja sein Büro. Ich lese aber erstmal, was hier ist. Stand-up-Notizen. Test am 24.03. Wir erinnern uns, der Tag, glaube ich, der es immer wieder sein sollte, ist der 15. März gewesen. Oder war das April? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist die Zeit schon fortgeschritten. Also ich meine, es war auch März. Test neu anordnen. Lucia oder Lucia auf Beobachtung, siehe Bellamy. Test zum Brennverhalten auf unbestimmte Zeit gestrichen. Alex möchte morgen vor Test begrüßen. Okay. Ich hoffe, dass nicht wieder eine dieser Tassen... ich glaube, da hinten ist der Mülleimer 1. Kann das sein? Wo ist es? Wo ist es? Hä? Blödes Vieh. Wo bist du? Wo bist du? Das versteckt sich vor mir. Verdammtes Mistvieh. Nee, das war's nicht, ne? Das ist irgendwo draußen. Ach, verdammt, ich das. Ah! Himmel, Herrgott, noch eins. Könnt ihr das mal lassen? Euch dauernd in irgendwas verwandeln. Das ist voll der Stress. Warum machen die das? Und dann erschrecke ich mich immer vor dem blöden Sound. Guck mal, 67. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Warum hauen die eigentlich ab? Könnt ihr das mal lassen? Wollen die mich einkreisen? Wollen die mich verarschen? Ich will jetzt meine Ruhe vor euch. Himmel, Herr. Gott, noch eins. Ich will das jetzt haben. Jawoll. Menno. So. Waren das jetzt alle vier? Ich habe erst drei, glaube ich, ne? So, jetzt bin ich rausgekommen. Ich wollte mir doch hier gerade was anschauen. War nicht der Stuhl auch eins? Nö. Alles ist etwas. Alles ist ein Mimik. Okay. Ja, toll. Jetzt haben die mich wieder erwischt. Super. Morgen, you. Pass, fail. Pass, pass, pass. Guck mal hier. 18. 22. Das ist alles vom Februar. Guck mal. Und ab dem 23.02. Fail, fail, fail. Da ist ohne, ohne Wert irgendwie so, ne? Meine Güte. Sorry, dass ich mir jetzt hier so wahnsinnig viel Zeit lasse, aber ich will hier keine Informationen übersehen. Ich finde das wahnsinnig wichtig, was Simulationslabor nehmen. Ach so! Ich habe gerade da unten hingehalten. Ich wusste, dass das jetzt die Schlüsselkarte ist, die da oben liegt, die man da nimmt. Das war jetzt irgendwie damage, aber egal. Okay.
Also, wir haben jetzt die Schlüsselkarte. Wir können auf jeden Fall auf diese Art durch die Tür. Wir schauen uns natürlich aber erstmal hier die Mails an. Testergebnisse. Persönlichkeitsabweichung. Dr. Bellamy, hier sind die Ergebnisse des heutigen Persönlichkeitstests. Ich stelle im Vergleich zu vorherigen Ergebnissen eine gewisse Abweichung fest. Und zwar nicht zum ersten Mal. Ich werde Alex Bescheid sagen. Den letzten Test habe ich zur Ansicht nachfolgend eingefügt. Entschuldigung. Und schon wieder. Sie planen ihren Urlaub, besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben. Oder probieren Sie etwas Neues aus. Genau. Sie wurden... Ne? Und so? Verurteilt? Was fühlen Sie? Ich habe Angst. Ein führerloser Zug fährt auf... Ich hoffe, ich habe die gleichen Sachen genommen gehabt, wie bei der Demo. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem dickleibigen Mann, ob ich das genommen hatte oder nur aus Spaß gesagt hatte. Ich habe es mir nicht nochmal angesehen, muss ich gestehen. Also da hat man den dickleibigen Mann. Dann mutig aufs Gleis springen. Würde ich ihn echt wahrscheinlich nie machen, aber ist ja egal. Okay. Tägliche Tests. Dr. Bellamy, mittlerweile ist morgen so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Ergebnisse erhalten können. Die langfristigen Schäden, die wir höchstwahrscheinlich durch ständiges Installieren und Entfernen von Neuromods verursachen, erwähne ich gar nicht erst. Warum haben wir die Tests nochmal auf unbestimmte Zeit verlängert? Evelyn. Okay. Kommen meine Leute zu dir? Sir. Achso, Sylvain, abgekürzt. Hä? Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ich kann zwar keinen Namen nennen, aber in letzter Zeit häufen sich die Fälle von akuten Angststörungen in deiner Abteilung erheblich. Hey, nicht so ungeduldig. In der Psychotronik ist es sogar noch schlimmer. Ich überlege schon mit Kelstrop, wie wir den Stresslevel dort etwas senken könnten. Aber ich fürchte, das sind keine Einzelfälle. Ich werde in der nächsten Vorstandssitzung mal Alex darauf ansprechen. Also da stehen die alle unter Druck, haben irgendwie Probleme mit der Psyche. Der Matthias Kohl oder Matthias Kohl ist wohl der Psychodoktor bei denen. Kann ich mir jetzt vorstellen. Ach, da ist was. Eine Bananenschale. Entschuldigung. Bringt die auch was? Das würde mich jetzt mal interessieren. Inventar. Materialertrag. Achso, da kann man mit was basteln. Oder was? Okay. Wie komme ich denn wieder aus dem Menü raus? Teilen? Ach, guck mal, die kann man aufteilen. Okay. Interessant. Rücktaste. Okay. Muss man alles erstmal finden. Ups, schon wieder Escape. Ich weiß nicht, warum ich die Taste so gern mag im Moment. Okay, also hier war nichts mehr. Dann, wo war ich jetzt noch nicht? Hier war ich auch noch nicht. Da ist nichts, nichts, nichts. Kann ich nur tragen, wenn ich total stark bin. Wasserkühler. Achso, ja, Entschuldigung. Sei still, komm. Nicht das ganze Wasser laufen lassen. Ich wollte eigentlich trinken und nicht das alles laufen lassen. Das ist ein Schwachsinn.